Jo Leute, ich bin mal wieder unterwegs, etwas abholen. Ich habe jetzt ungefähr 45 Minuten Fahrt vor mir, also eine Tour. Was aber absolut nicht schlimm ist, ich bin auf dem Weg, eine PlayStation 3 abzuholen. Ich habe gestern, bevor ich den Stream gestartet habe zum Live-Video-Game-Hunting, den Begriff PlayStation bei Kleinanzeigen eingegeben und habe auf Suchen gedrückt. Und da kam mir direkt ein Angebot entgegen, ganz oben. Ich habe mir gedacht, da muss ich zugreifen. War eine PS3 Fat Lady, 60 GB, 4 USB-Anschlüsse in OVP, sah wirklich toll aus, mit 8 Spielen dabei, einem Camouflage-Controller und eine Ladestation für 2 Controller. Die wurde angeboten für 100 Euro VB. Ich hatte den Kerl angeschrieben, hör mal, wie sieht's aus? Ich hätte gerne die Konsole, ist das möglich? Dann kam er erstmal nicht zurück und im Stream hat er mir zurückgeschrieben, ich habe eine Nachricht gesehen, da habe ich dann reingeklickt und er sagt, ja klar, kein Problem. Ich hatte ihn gebeten, können wir es bis morgen warten, weil ich habe gerade zu tun und so weiter. Er sagt, ja klar, kein Thema, melde dich. Okay, heute Morgen habe ich mich gemeldet, ich darf das Ding abholen. So, im Stream haben mich aber schon viele Leute darauf angesprochen, oh, die fehlt mir auch, die hätte ich auch gern. Die PlayStation 3, Fat Lady, die gleiche, mehr oder weniger, die habe ich schon. Und ich gehe jetzt diese Konsole für die Community abholen. Das heißt, kann ich den Jungen jetzt ja noch auf 80 Euro oder so runterhandeln? Ich werde es versuchen. Dann kann ich demjenigen, der die Konsole letztendlich bekommt, der zahlt mir 80 Euro, also ganz normal den Preis, den ich bezahlt habe, plus Versandkosten natürlich, soll ja fair sein, ich gehe die ja schon abholen und kann dann diese Konsole haben. Und ich gehe mal davon aus, dass sich mehrere Leute melden, die die Konsole haben wollen. Und ich denke, damit es fair abläuft, mache ich ein kleines Gewinnspiel draus. Jo Leute, fertig ist der Deal, ich bin wieder auf dem Rückweg, Konsole habe ich dabei, der gute Luca ist angekommen. Mit dem Auto, hat die Sachen im Kofferraum gehabt. Wir haben einen klassischen Kofferraum-Deal gemacht. Wäre schön gewesen, wenn ich noch alles hätte filmen können, aber er hatte keine Zeit mehr. War aber bereit, das gerne zu machen. Hätte also Bock gehabt, irgendwie im Video mit dabei zu sein. Ich habe ihm natürlich erklärt, was wir machen, dass wir eine Community sind, dass er gestern im Live-Video-Game-Hunting dabei war. Und ja, hat mir die Konsole gerne überlassen. Ich habe es natürlich gesagt, ich frage ihn nochmal, ob irgendwas am Preis geht. Und er sagt tatsächlich, na klar, Klaus, machen wir. Komm, gib mir 90, dann ist gut. Luca, Ehrenmann, finde ich schön, dass du es gemacht hast. Ja Leute, Konsole ist da, ich blende euch gleich ein, was ihr letztendlich für die 90 Euro plus Versand dann von mir zugeschickt bekommt. Waren ja viele Anfragen für die Konsole da. Ich check das Ding gleich nochmal, ob alles geht, damit ich euch keinen Missverkauf. Aber der Luca hat gesagt, ey, pass auf, wenn da irgendwas nicht dran funktionieren würde, würde ich sogar den Weg zu dir zurückfahren und er wird die Konsole wieder abholen. Also vertrau mir und das mache ich hier mit Luca. Dankeschön. Das Paket ist da, Leute. Viele wollten das haben, nur ich habe es bekommen. Gebe euch aber jetzt die Möglichkeit, dieses Paket von mir 1:1 zu erwerben, so wie ich es bekommen habe. Ihr habt gesehen, 10 Euro ist der Luca runtergegangen. Das heißt, 90 Euro plus Versand wird dieses Paket für denjenigen kosten, der das Abo-Gewinnspiel quasi gewinnt. Wie ihr seht, ich habe das Paket noch ein bisschen aufgestockt mit Dingen von mir. Das macht dieses Paket definitiv jetzt zu einem Riesenschnapper. Nehmt teil, wer teilnehmen will, wer eine Fat Lady noch nicht hat, wer die Konsole abwärtskompatibel bis PlayStation 1 aus Platzgründen oder aus Sammlungsgründen, wie auch immer, mit OVP natürlich in seine Sammlung stellen will, kann hiermit jetzt das Paket für 90 Euro plus Versand erwerben. Ich will hoffen, ihr habt Spaß mit dem Paket, will nochmal sagen, Leute, wenn ihr ein Schnäppchen seht bei Kleinanzeigen, greift zu, nehmt das Schnäppchen, auch wenn ihr es nicht direkt braucht. Irgendeiner kann es brauchen in der Community, meldet euch, zeigt, was ihr habt. Legt einen Zehner oben drauf oder was auch immer, wenn es immer noch günstig ist, freut sich jeder von uns, der das dann bekommen kann, anstatt irgendein An- und Verkaufhändler, der das Ding dann abholen geht und für teuer Geld weiterverkauft. Ihr wisst, was ich meine, Leute. Ich bin raus für heute. Schaut euch die Bilder noch an, nehmt teil am Gewinnspiel, bezahlt mir die 90 Euro plus Versand und dann geht dieses Paket 1:1, so wie ihr es jetzt auf den Fotos seht, an euch. Macht's gut!
Dann kommen wir jetzt zur aktuellen Gewinnspielfrage. Wie viele PlayStation 3 Titel in der 18er Version habe ich aktuell in meiner Gaming-Wand stehen? Ausgenommen sind natürlich die Titel, die ihr hier erwerben könnt, die zählen nicht mit dazu. Nächste Woche Dienstag um 18 Uhr ist Deadline für dieses Gewinnspiel. Kurz darauf werde ich ein Video veröffentlichen. In diesem Video werden die dreijenigen, die am nächsten dran waren oder getroffen haben, an einer kleinen Auslosung teilnehmen, die ich dann live machen werde. Und derjenige, der diese Auslosung dann gewinnt, wird die Möglichkeit haben, dieses Paket für 90 Euro plus Versand, nicht VB, bei mir zu erwerben. Der hat dann die PlayStation 3 Fat Lady gewonnen und demjenigen werde ich die dann zuschicken. Okay, Leute? Denkt dran, drückt den Abonnieren-Button, seid sofort dabei, wenn die nächste Aktion unserer Community startet, ob es Zocken ist oder Abo-Gewinnspiel oder sonstiges. Ihr werdet sofort informiert. Damit bin ich raus für heute. Habt viel Spaß mit dem Gewinnspiel. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns. Macht's gut.